heute Abend großer Community-Zock-Stream. Wir werden das gesamte DLC zusammen im Stream zocken und du kannst mitspielen. Stell dir also einen Wecker auf 20 Uhr und sei mit dabei hier auf YouTube und auf Twitch. Mit dem neuen Update hat Rockstar Games ja auch 6 neue Missionen ins Spiel gebracht, die mehr oder weniger einfach oder auch nicht ganz so einfach sind. Im heutigen Video möchte ich dir einfach mal ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, wie du die Mission deutlich schneller und deutlich einfacher machen kannst und dabei auch es schaffst, die Elite-Herausforderungen zu absolvieren. Ich würde sagen, vorher gibt es noch eine kleine Information, und zwar hatte ich ja gestern ein Video gemacht, dass es einen sehr blöden Bug in GTA Online gibt, dass eure Autos immer verschwinden und so weiter. Der wurde jetzt wohl behoben. Gestern gab es ein Background-Update. Allerdings gab es auch heute noch Berichte darüber, dass bei manchen Spielern dieser Bug aufgetreten ist. Also da nochmal alles mit Vorsicht genießen. Eben gerade sind auch 2 weitere Background-Updates online gegangen. Allerdings wissen wir noch nicht, was darin gefixt oder gemacht wurde. Dementsprechend, Freunde, haltet euch nochmal ein bisschen zurück mit euren Bunker- und MOC-Aktivitäten. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und jetzt würde ich sagen, lässt du noch schnell ein Abo da, um nichts mehr rund um GTA Online zu verpassen. Und jetzt geht's auch direkt rein in die erste Mission. Denn diese nennt sich Meldung zum Dienst. Und hier ist es eigentlich relativ simpel. Zunächst einmal habt ihr einen Piloten und alle anderen sollten an die Kanonen vom Avenger gehen. Wichtig ist, dass ihr möglichst alles aus dem Avenger aus abschießt. Alle Helikopter, alle Autos, einfach wirklich alles. Und sobald ihr keine Gegner mehr habt und den Container öffnen könnt, dass dort dann nur einer aus dem Avenger rausgeht. Alle anderen bleiben im Avenger an den Kanonen. Wichtig ist dabei, dass der Pilot natürlich auch schon so landet, dass möglichst der Avenger direkt beladen werden kann mit dem Dragoor, denn euer anderer Mitspieler holt diesen hier aus dem Container raus, soll möglichst schnell in die Avenger reinfahren, und das ist jetzt ein Trick, den viele nicht beherzigen. Ihr müsst nicht mit dem Dragoor komplett die Strecke fahren, ihr könnt auch hinten in den Avenger reinfahren, das Ding verladen, und dann spart ihr natürlich extrem viel Zeit. Der Pilot lässt aber die ganze Zeit die Triebwerke laufen, sodass sobald euer Spieler drin ist, direkt abgehoben werden kann und in die Stadt geflogen werden kann. Bei der zweiten Mission in Reih und Glied empfehle ich euch, diese nicht alleine zu machen, denn alleine ist das wirklich ein richtiger Krampf. Ich empfehle euch einfach, einen Piloten zu nehmen und dann mindestens 1 oder 2 Freunde hinten in der Ladefläche zu haben. Alle sind immer an den Kanonen, eben außer eine Person, die ihr einfach absprecht. Der springt dann entsprechend über dem Ziel immer raus. Ihr fliegt also mit der Avenger über das Zielgebiet, wartet, bis ihr die Kiste gefunden habt. Dann springt jemand raus, sammelt die ein, ihr sammelt den am Land dann wieder auf und es geht weiter. Und so geht es einfach am schnellsten und am effektivsten. Dann hätten wir die dritte Mission, Paradeflug. Hier fliegt ihr ja mit den neuen Jets durch die Gegend, müsst erstmal ein bisschen Kunst fliegen, dann müsst ihr ein paar Ziele treffen und am Ende habt ihr noch einen kleinen Luftkampf. Hier gibt es jetzt einen sehr wichtigen, entscheidenden Trick. Ihr spielt die Mission erstmal ganz normal. Bei den Zielen könnt ihr auch einfach mit Raketen schießen. Da braucht ihr das MG gar nicht, was irgendwie den Schwierigkeitsgrad von der Mission direkt komplett, ja, raushaut. Aber trotzdem das nur so als kleinen Hinweis. Dann schießt ihr alle Jets und alle Helis ab und am Ende, wenn die beiden Avengers kommen, nehmt ihr das Spreng-MG. Und jetzt wichtig, geht einfach in den Hover-Modus, also in den Schwebemodus, leicht oberhalb der Avengers und schießt mit dem Spreng-MG dauerhaft auf diese. Das ist am effektivsten. Ihr müsst nämlich wissen, dass die Avengers nur von der Bodenkanone schießen können. Also sie können einfach nur alles unter sich und ganz leicht vor sich treffen. Geht also leicht über diese und von dort aus solltet ihr ohne Probleme die Avenger im Dauerfeuer auseinandernehmen können. Ich hätte gehofft, dass ich diesen Trick schon früher gekannt hätte, weil dann hätten wir die Mission auch deutlich schneller abgeschlossen. Und ja, das nur so als kleinen Tipp am Rande. Jetzt die vierte Mission. Ausscheren ist wohl die Mission, wo man am meisten Tipps geben kann und auch am meisten Zeit rausholen kann. Denn wenn ihr mit der Avenger Richtung Flughafen fliegt ganz am Anfang, dann landet ihr nicht, sondern ihr fliegt über die Straße hinweg zu dieser Lagerhalle, wo gleich die Mission ist, und schießt dort mit euren Lenkraketen erstmal alles ab, was geht. Eure Freunde sind auch hinten in der Avenger an den Kanonen, können da auch helfen. Schießt einfach alles ab, was da unten ist. Ihr müsst diese Mission nicht silent machen. Es geht so 10-mal schneller und ihr verliert weniger Leben, was dann wieder für die Elite-Herausforderungen wichtig ist. Und ja, da könnt ihr da auf jeden Fall eine Menge rausholen. Wenn ihr es jetzt geschafft habt, dass sich da am Boden gar nichts mehr bewegt, dann fliegt ihr zurück zum Sandy Shores Airfield, wo ihr ja auch hin sollt nach dem gelben Marker. Landet, dann müsst ihr einmal aussteigen, nochmal einsteigen und nochmal aussteigen, damit einfach das Spiel
checkt, dass ihr das Ding abgegeben habt. Das ist so ein kleiner Bug. Dort könnt ihr dann einfach die Motorräder nehmen. Ihr müsst nicht laufen. Da stehen Motorräder neben der Hangar bereit. Nehmt ihr einfach, fahrt schnell rüber zum Tor, geht in die Halle rein und jetzt verbunkert euch einfach irgendwo in so einem Container oder so. Macht das alles einfach mit Granaten. Das ist wirklich am effektivsten, am einfachsten und am schnellsten. Ihr verliert am wenigsten Leben, was, wie gesagt, wichtig für die Elite-Herausforderungen ist. Sprengt da einfach alles weg. Passt nur auf, dass ihr das eine Auto, was ja auch auf der Minimap markiert ist, nicht auch in die Luft sprengt, weil das braucht ihr schließlich noch. Habt ihr es geschafft, dass alle Gegner in dieser Halle K.O. sind, dann könnt ihr ja nochmal vorsichtig durchgehen, nicht, dass sich noch einer versteckt hat. Schießt dann halt alles ab, sammelt die Kisten ein, bringt die zum Auto, fahrt mit dem Auto raus. Jetzt fahrt ihr mit dem Auto ein Stück zu dem Airfield hin, also nochmal zurück zum Flughafen, wo ihr auch hin sollt. Dann wird die Avenger in die Luft gesprengt von den Gegnern, von Meriwether. Ist nicht so schlimm, einfach umdrehen und jetzt direkt Richtung Leuchtturm und dann rechts auf die Schienen fahren. Denn damit spart ihr nicht nur extrem viel Zeit, sondern ihr habt auch weniger Kopfschmerzen, weil euch die ganzen Bodenfahrzeuge von den Gegnern schon mal gar nichts mehr anhaben können. Der Begleithelikopter kommt auch, der schwebt dann einfach über euch. Das heißt, der Jet macht auch nichts mehr und jetzt müsst ihr einfach ganz entspannt zurückfahren. Habt so gut wie gar keinen Schaden erlitten und damit auch die Elite-Herausforderung geschafft. Wenn ihr euch gerade fragt, ey, welche Elite-Herausforderung, ich erkläre das gleich nochmal am Ende vom Video. Die fünfte Mission, Kriegsführung, da gibt es eigentlich auch wenig Tipps. Ihr müsst das Ganze einfach leise machen. Probiert das Ganze still und leise, weil Nus ist dann doch ein bisschen stärker und es ist ein bisschen anstrengend gegen die zu kämpfen sonst. Dementsprechend macht es einfach silent, entspannt euch, macht es ruhig und dafür immer schön Headshots. Probiert nicht alarmiert zu werden. Der einzige Trick, den ich euch hier geben kann, ist, wenn ihr rauskommt am Ende, nehmt eben nicht den Mesa, so wie hier im Gameplay, sondern nehmt eben den Noose Truck, weil der ist gepanzert und sobald ihr bei der Avenger ankommt, sind die Gegner eh weg. Dementsprechend ist es egal, dass ihr langsamer seid, aber dann seid ihr immerhin gepanzert. Und dann hätten wir noch die letzte Mission, Überraschungsangriff. Auch hier wieder der kleine Tipp. Bevor ihr landet, nehmt die Avenger, geht in den Schwebemodus und schießt erstmal mit den Lenkraketen und den Bordkanonen alles ab, was sich am Boden bewegt. Wirklich alles, weil ihr habt sonst nur das Risiko, dass ihr abgeschossen werdet, Leben verliert und dann die Elite-Herausforderung nicht schafft oder sogar sterbt und die Mission wiederholen müsst. Dementsprechend hier einfach wieder alles Mögliche aus der Avenger ausmachen, um möglichst wenig am Boden zu machen. Sonst wenige Tipps. Ihr könnt auf dem Weg hinter schon die Störsender, wenn ihr ungefähr wisst, wo die sind, abschießen. Dann müsst ihr später nicht nochmal runter. Macht also auf dem Weg hier schon mal die Störsender weg. Passt auf, es gibt Scharfschützen und ansonsten gibt es eigentlich relativ wenige Tipps und Tricks. Außer, wie gesagt, die Störsender vorher abschießen. Das geht nämlich schon vorher, auch wenn sie auf der Map nicht angezeigt werden. Aber wenn ihr wisst, wo die Locations ungefähr sind, das müssten auf dem Weg auf der linken Seite, wo ihr reinlauft, 2 Stück sein. Dann in der Mitte nochmal 2 und alle anderen könnt ihr von oben sowieso treffen. Macht das auf dem Weg, dann spart ihr euch da auch wieder sehr, sehr viel Zeit. Und wenn ihr euch jetzt fragt, okay, das ist ja alles ganz schön und ganz gut, vielleicht war da auch der ein oder andere Tipp dabei, den ihr noch nicht kanntet und der euch dann doch ein bisschen Zeit und so weiter spart. Aber welche Elite-Herausforderungen, was meint der Typ? Naja, das Ganze gibt es allerdings nur auf der PS5 und der Xbox Series X und S, also auf GTA Remastered. Und wenn ihr dort auf den Karrierebildschirm geht es eben auch einen Abschnitt, der die neuen Missionen behandelt und dort gibt es eben relativ schwierige Herausforderungen, muss man sagen. Ihr habt zum Beispiel die Mission, dass ihr 80% Zielgenauigkeit haben müsst, ihr dürft keine Snacks, keine Panzerungen benutzen und so weiter und so fort. Wichtiger Tipp an der Stelle, ihr müsst all diese Herausforderungen nicht in einem Durchlauf machen. Ihr könnt es auch in mehreren Durchläufen machen, was das Ganze natürlich deutlich einfacher macht. Also einmal geht ihr auf reine, keine Panzerung, keine Snacks benutzen. Einmal geht ihr auf 80% Treffgenauigkeit und nehmt einfach nur eine Sniper und so weiter und so fort und dann kriegt ihr das auch ohne Probleme hin. Wir werden diese Herausforderungen und 80% Zielgenauigkeit ist mit Abstand am schwierigsten, werden wir natürlich auch im Livestream mal die Tage ausprobieren. Wir streamen auch heute Abend wieder live hier auf YouTube und auf Twitch. Kommt da auf jeden Fall vorbei. Die letzten Streams waren immer sehr, sehr unterhaltsam und sehr, sehr geil. Dementsprechend, ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Freitagabend, beste Zeit zum Streamen, also kommt vorbei. Und wenn ihr noch einen großen Tipp haben wollt, der für alle Missionen in GTA Online zählt, ist Kommunikation. Mit den Leuten, mit denen ihr spielt, solltet ihr auch reden können. Und das geht am einfachsten über unseren Community-Discord, denn dort habt ihr Voice-Channels, ihr könnt euch mit anderen Leuten aus der Community kennenlernen, euch absprechen, wann ihr was zockt, auf allen Plattformen, egal auf PC, Xbox, PlayStation, was auch immer. Also kommt auf jeden Fall mal auf Discord, dafür müsst ihr einfach nur bei Entdecken in der Suche Julex eingeben, dann kommt der Server auch direkt oder ihr nehmt einfach den Link in der Videobeschreibung, das ist ganz euch überlassen. Ansonsten, Freunde, war es das jetzt mit diesem neuen Video. Ich hoffe natürlich, dass es dir gefallen und geholfen hat. Und wenn du noch irgendwelche Fragen oder ergänzende Tipps hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, beziehungsweise heute Abend im Livestream. Bis dahin, macht's gut, haut rein, bis bald und ciao.
Peace.